Okay. Das ist doch noch gar nicht so lange da. Stimmt, an der Geräte verschluckt oder so. Ja. Ach, da kommt er auch schon. Sehr gut. Ach ja, genau. Da bräuchte man vielleicht auch noch, ne? Ein Krematorium. Wo sind das letzte? Da hinten, meine Güte. Das ist auch schon ein bisschen her. Dann stellen wir das hier hin. Ja. Ob das. Ja. Und hier hinten. Hat das noch Strom oder haben wir da jetzt Probleme? Nee, aber wir haben ja nur das Windrad da hinten stehen. Alles gut. Sehr gut. Okay, kümmern wir uns noch ein bisschen um unsere Universität, besser gesagt Campus. Schauen wir mal. 1800 wollen wir jetzt hier haben. 1500 sind schon da. Also es ist schon okay, dass ich halt hinten auch die Uni halt auch ausgemacht habe. Ich könnte jetzt auch löschen, weil die kommen auch nach hier. Ich muss ja auch, dass die Busse und Bahnen und so weiter, dass es die halt auch hier hinkommen können, ne? Dass das halt auch attraktiv bleibt. Okay. Wir hatten hier das hier. Richtig? Ja. Und das waren die drei Gebäude hier, ne? Das Auditorium, ein hochmodernes, voll ausgestattetes Auditorium für Vorlesungen und Aufführungen. Das Auditorium erhöht die Studentenkapazität und die Attraktivität des Campusgeländes. Das Gebäude muss auf einem Campusgelände vom Typ Universität platziert werden. Ja, okay, das weiß ich. Dankeschön. 600 Studenten gehen da nochmal zusätzlich rein. Okay, wo setzt man das hin? Hier kommt noch ein. Das ist die wissenschaftliche Fakultät. Die würde ich vielleicht hier noch mit reinstellen. Dann passt sie sich halt auch mit den, mit der medizinischen und juristischen Fakultät dann auch in eine Reihe an. Was haben wir hier stehen? Das ist die Bibliothek. Das war das Fest. In der Universität Festsaal, richtig, richtig. Ja, doch, ist doch größer als gedacht, ne? Aber könnten wir vielleicht hier mit dran stellen? Wenn wir hier noch den Weg. Ne, da machen wir keinen Weg hin, ne? Oder machen wir doch da einen Weg? Vielleicht machen wir da einen Weg. Könnte man den hier hinstellen. Universitätslabor. Das Labor bietet kontrollierte Bedingungen für wissenschaftliche Forschungsarbeiten. Ein Labor erhöht die Studentenkapazität und die Campusattraktivität sowie die Produktion von akademischen Werken. Ah, auch nicht schlecht. Man halt auch mehrere aufstellen. Studentenkapazität 350. Okay. Oh, das ist aber auch nicht klein. Machen wir da mal einen Weg hin. Und zwar hier. Und zwar hier. Und da geht gar nichts hin. Ah, springt immer. Da ist halt. Da kommen wir nicht wirklich hin, ne? Nee. Und wenn wir das von hinten anschließen. Ah, das ist wieder zu weit, ne? Ja. Nee.
Ja, einfach auch mal eine Allee draus machen oder so. Das ist eigentlich ein gepflasterter Fußweg mit Dekoration. Über diesen Weg gelangen Fußgänger schnell und einfach an Ort, die Autos nicht erreichen können. Ach, gut. Ich dachte, die wären jetzt nochmal attraktiver und würden das Ganze nochmal ein bisschen aufwerten. Aber nein, ich hätte auch einfach einen Kiesweg nehmen können. Okay, vielleicht nicht unbedingt, aber gut. So. Genau. Könnte man das hier hin machen. Ein bisschen stört, sind halt dann hier rechts die Servicegebäude. Die können wir aber dann auch umplatzieren, würde ich sagen. So, nächstes Gebäude. Universitätsbuchladen. Der Campus Buchladen bietet eine große Auswahl. Campus Buchladen bietet eine große Auswahl an aktuellen Lehrbüchern. Der Buchladen erhöht die Attraktivität. Die Tourismusattraktivität und den Grundstückswert. Das Gebäude muss auf einem Campusgelände vom Typ Universität platziert werden. Okay. Gut, das ist nicht so groß. Ist halt die Frage, wie groß ist das Gebäude, was wir hier hinstellen, ne? Oh, haben wir. Oh, hier. Können wir hier hinstellen? Gegenüber von dem Ding. Das war eine Bibliothek. Genau, passt ja dann. Jo. Passt ja dann. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das auch nicht. Besser. Ich wollte es in einer Flucht stehen haben. Ich glaube, das ist okay. Das hier müssen wir nochmal umplatzieren. Nochmal gucken. Ja, auch besser. Gehen die Leute eigentlich auch hier rüber? Ich glaube nicht, ne? Das ist zu weit weg. Egal. Ist auch nicht wirklich wichtig. Hauptsache, wir haben das. Die Frage, sollen wir noch ein Auditorium bauen oder so? Aber wir haben eigentlich alles, ne? Obwohl, wir brauchen eine 1800 Campus-Attraktivität. Das, okay. Vielleicht brauchen wir noch was. Den einen oder anderen. Das ein oder andere Gebäude. War nur die Frage, ob wir wohin weiten wir uns aus. Wir könnten halt noch nach hier oder nach hier. Oder machen halt hier dann den Stadtausläufer sozusagen, dass halt hier noch kleine Gebäude reinkommen. Ein bisschen Einkaufsmöglichkeiten und rundherum dann halt dann Häuser, obwohl hier ist auch sehr laut, ne? Parkpflegegebäude ist hier, wir haben hier einen Müllumschlagsplatz, ne? 8 von 20, 6% nur voll, das ist okay, das läuft. Hier sah es gerade sehr voll aus, aber es hat schon wieder aufgelöst. Alles gut. Diese Stadien sind einfach immer so. Oh, guck mal, ist auch fast voll, ne? 747 von 750. Nächstes Spiel ist wann? Ich hab's schon wieder. Ach, das läuft. Okay. Hier sind wir am 18.06. halbes Jahr noch 11 Monate. Okay.
Schwimmzentrum, ne? Ja. Gut, gut, gut. Hatten wir neues. Doch, doch, hatten wir, ne? Akademisches Werk. Nee, haben wir nicht. Ah, mach mal Entdeckung. Und weiter, weiter, weiter. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen die Leute hier ran schaffen. Auch weiterhin hier lernen wollen. Okay. Wir brauchen die. Ja. Damit wir Universitätsgelände erhöhen können. Ja, warum nicht? Machen wir das einfach hier. Obwohl, da können wir ja noch ein Stadion hinmachen. Kostet ja nicht. Vielleicht kostet es doch was. So, erstmal. Okay. Dann nochmal rein. Gucken wir mal, was wir an. Ach, guck mal, wir könnten auch. Ah, ne, wir können gar kein Museum machen. Was brauchen wir denn? Renommiert. Ah, okay, okay. Ah, schade. Gut, kommt vielleicht noch. Wir haben. Ich glaube, wir haben alles gebaut, was ich haben wollte, ne? Schwimmzentrum, Basketballarena, da könnte man auch andere Spiele machen. Und dann hat man Leichtathletik, dann hat man Baseball und hier hinten noch Footballstadion, aber das irgendwie passt das nicht. Es ist einfach alles zu amerikanisch, alles. Oder? Ihr könnt ja mal sagen, was ihr noch nehmen wollt. Also das geschlossene Gebäude, da kann man das halt nicht sehen. Ne? Da könnte ich auch sagen, weißt du was, da ist halt, da kann alles drin sein. Ne? Da könnten auch, da haben wir auch hinten das Schwimmen, dann haben wir halt Leichtathletik und dann hätten wir halt auch noch ein Indoor-Leichtathletik oder so. Ne? Muss halt nicht unbedingt alles Basketball sein. Oh, die haben da verloren. Ich habe es gerade gesehen, noch hier hinten ist die traurigen Smileys. Ja, ja. Traurig, müssen wir durchhalten. Nächstes Spiel kommt, das gewinnt da wieder. Mehr haben wir nicht, ne? Hochschule, das ist ja was anderes. Und Geisteswissenschaften, wir haben uns für die Universität entschieden, genau. Was haben wir hier noch? Achso, die haben wir. Die stehen hier vorne. Ja, 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 ja. Nein. Ja, komm, nehmen wir das. Die Basketballarena. Gut, wir haben in Deutschland auch Basketball. Das ruft es ja auch nicht. Machen wir das so. Machen an der Seite noch eine Straße. Da hat man mit Bäumchen, ne? Kurz gucken. Ja. So? Ja. Warte mal. Aber da ist irgendwas falsch, weiß aber nicht was. Achso. Oh, dann können die da nämlich auch abkürzen und jetzt würde ich hier noch Parkplätze hinmachen, genau. Okay, der ist vielleicht ein bisschen größer. Nee. Das reicht so.
Ja. Und dann, genau, dann wollte ich nämlich hier die umsetzen. Dann kann man nämlich hier unten ein bisschen mehr Platz. Und ob die jetzt hier oben rumgammeln oder da unten, ist eigentlich egal. Okay, das nimmt hier halt so ein bisschen die Attraktivität weg, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Da ist eine Riesenuniversität. Lauf doch rüber. Und hier Arztpraxis. Jetzt mal einfach nur ein bisschen um und die Polizeiwache setzen wir einfach auf die andere Seite. Allerdings könnten wir die auch. Das kostet jetzt, hätte ich auch eine neue bauen können jetzt. Wenn ich die jetzt nochmal umstelle, hätte ich drei bauen können. Ja, das Umsetzen kostet halt auch immer mehr Geld, ne? Wie das dabei? 2400. Ja. Jetzt haben wir hier tatsächlich durch die Straße, die wir hier gesetzt haben, haben wir hier halt einen Abbiegepfeil. Und jetzt fahren auch keine Autos mehr hier. Er ist noch einer, der jetzt hier geradeaus fährt. Der hat das noch nicht gerallt, dass wir hier eine neue Straße gemacht haben. Aber die fahren jetzt nicht mehr über die Busspur, um halt geradeaus zu fahren. Ich finde das toll, dass ich halt auch so diese Umstiegsmöglichkeiten geschaffen habe. Der Bus halt hier und laufen alle nach hier und können halt hier umsteigen. Ja. So. Gut, ich hätte es ja anders machen können, dass halt die auf der gleichen Strecke fahren. Und dann hätten die halt dann an der Bushaltestelle gewartet. Ja. Aber so sieht es auch okay aus. Okay. Gut, nächster Bus kommt. Los, lauf, 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 sonst kriegt er den nicht mehr. Und kommen die alle rein? Nee. Oh, kann sein, dass der voll ist? Nö. Wir waren einfach zu langsam. Dann macht er nichts. Der nächste Bus kommt schon. Sind ja gut ausgestattet hier. So, wir haben hier. Oh, Basketball. Oh, die sind aber auch schon kräftig dabei, hier anzukommen. 27.04. ist gar nicht mehr so ein Monat nur. Sehr gut. Können wir da irgendwas einstellen? Busgelände Info nur. Nö, die haben alles selber. Okay. Budget. Alles gut. Ah, okay, aber hier ja, Studenten haben wir verloren, ist kein Problem. Ah. Nochmal. Ach so. Ich habe hier oben. Dann machen wir noch mal eine. Na, können wir jetzt mal wieder eine Dissertation machen? Ja, okay. Weiter. Läuft. So. Ziehen wir noch eine Straße? Ich glaube, das war die hier hinten. Einfach mal hier und dann. Es geht sich darum, wo die, dass der Campus drin ist. Genau. Sehr gut, sehr gut. Als hätte ich das ganz genau gewusst. Was trinken? Verdurste. Ah, da kommen wir aber nicht so schön rein hier, ne?
könnten hier lang. Ja. Jip. Oh, aber ein bisschen zu nah. Können wir das so machen? Ja. Klängeln wir uns da mal durch. Und die Leute halt auch darüber laufen. Dann halt auch hier in den ins Campusgelände rein.